Auch von meiner Seite begrüße ich Sie sehr herzlich, Herr Rabbiner Brandt. Wir wollen anknüpfen an das, was Sie uns letztes Mal erzählt haben, nämlich wie stark Sie der Gottesdienst in der liberalen Hauptsynagoge in München in Ihrer Kindheit geprägt hat. Als Sie dann 1957 das Rabbinerstudium am Leo Beck College aufgenommen haben, wie viel von dem Geist der Münchner Hauptsynagoge haben Sie dort vorgefunden? Und vielleicht noch eine zweite Frage nachschieben. Rabbiner Leo Beck ist schon 1956 gestorben. Hatten Sie aber noch die Gelegenheit, ihn kennenzulernen? Ja, ich begrüße alle Anwesenden auch herzlich. Aber erlauben Sie mir, wenn ich eingangs meinen persönlichen herzlichen Gruß an Frau Knobloch richte. Ich habe sie über viele, viele Jahre von der Ferne, manchmal bis von näher, bewundert, ungeachtet gewisse Differenzen in Einstellungen zu theologischen Fragen, war sie immer eine der großen Führerinnen, ich betone die Innen, ja, des deutschen Judentums und ich einer ihrer Bewunderer. Herzlich willkommen, dass ich Sie zumindest auf diesem Weg wieder treffen darf. Ja, ich habe mich ja bekannt in der letzten Aussprache zu dem Einfluss, den die Gottesdienste in der großen Synagoge in München auf mich hatten. Habe ich damals ein Kind, 1938 wurde sie niedergerissen, also gerade mal 11 Jahre alt. Und da wusste ich sehr wenig und gar nicht von ihrer Theologie oder Philosophie oder der, wie Sie fragen, Herr Mühlstein, der Geist dieser Gemeinde. Ich wusste, dass ich irgendwie als in der kindlichen Seele tief beeindruckt war von dem Numinösen, das irgendwie und das Familiäre auch, das den Gottesdiensten ausstrahlte. Natürlich war es überwältigend für einen Kleinen, denn wir wissen, der kleine Junge sieht alles in anderen Maßstab wie ein Erwachsener. Da sind ein paar Meter riesenlang. Und die rauschende Orgel, ein wunderbarer Kantor, ein Rabbiner mit dem passenden Bart, Rabbiner Dr. Berwald, der, wenn er auf die Kanzel ging, dachte man, der liebe Gott kommt und sagt etwas. Es war eigentlich nur Rabbiner Berwald, weil Sie Fragen haben. Es war einfach ein Ort, mit dem wir gerne mit den Eltern und auch Bekannten und Verwandten gegangen sind. Es war wie eine andere Welt. Ja, wie habe ich das dann in England gefunden? Möglicherweise war etwas von dem Geist auch dort in den Gemeinden England natürlich. Das konnte ich dann aber als etwas älterer Jugendlicher schon nicht mehr abwägen, weil ich die Vergleichsmöglichkeiten in München und London nicht hatte. Nur die Äußerlichkeiten wirklich, ja, das Gefühlsmäßige. Und ehrlich gesagt, ich war nicht 100%, nicht annähernd 100% zufrieden mit, was ich fand. Auch in der großen Synagoge, in die ich gerne ging, in der ich heiratete, in der Westlanden Synagoge, da war etwas anderes. Es war eben anglosächsisch. Der Kantor fehlte. Ja, der Rabbiner, damals gab es keine Rabbinerinnen, der Rabbiner rezitierte die gebührende Sprache, natürlich der Psalm, man las in abwechselnd Gemeinde und Rabbiner, aber das war nicht der Kantor Hohenemser, der in München begleitet vom halben Oberchor und der begleitende Orgel sang. Ob jetzt der Geist
ähnlich war. Ja, natürlich fand ich viel, das ich in Israel nicht fand. Aber wenn Sie fragen, hast du jetzt München oder Ähnliches wieder entdeckt? Nein, die Suche war noch lange nicht zu Ende. Im Gegenteil, die Suche begann erst. Wie viel Einfluss hatte das deutsche Judentum auf das, was Sie an Leo Beck College gefunden haben? Viele der Lehrenden waren ja aus Deutschland oder Emigranten aus Europa. Fast alle Dozenten zu meiner Zeit waren aus Europa. Und in dem Sinne haben sie mich schon in diese Richtung beeinflusst, insofern man in diesem Alter und schon nach einem abgeschlossenen Universitätsstudium beeinflusst ist. Man wägt auch, man kritisiert auch. Aber sie strahlten schon den Geist, glaube ich, von Kontinentaleuropa aus. Denn der führende Rabbiner, wenn ich sehr dankbar bin, denn er hat mir am Ende ermöglicht, dass ich überhaupt studieren konnte, am Lehrbeck und zwar ein Rabbiner Dr. Reinhardt. Er kam aus den Vereinigten Staaten und man merkte seine amerikanische Handschrift auf vielen Dingen, die in England damals passierte. Sie fragten nach persönlicher Bekanntschaft mit Leo Beck. Zu meinem großen Leidwesen habe ich ihm nie begegnet, vielleicht einmal, zweimal in der Öffentlichkeit, aber sonst nicht. Wie sagen, er starb schon 56. Und fast im ersten Jahr meines Studiums wurde das Jewish Theological College umbenannt auf Leo Beck College. So dass ich sagen kann, von Anfang an habe ich am Leo Beck College studiert. Der Name Leo Beck und der Ruf Leo Beck und die Einstellung, die habe ich aber doch zum Großteil von ihm übernommen. Nach Ihrem Studium kamen Sie in die Reformgemeinde in Leeds, sind dann von 71 bis 1978 bei einer internationalen jüdischen Gemeinde in Genf tätig gewesen und haben dann in Zürich die liberale jüdische Gemeinde Or Hadash mitbegründet. Über eine Zwischenstation in Stockholm kamen in Göteborg. In Göteborg, Entschuldigung, in Schweden. 1983 kamen sie nach Hannover und wurden dort Rabbiner der Gemeinde und Landesrabbiner von Niedersachsen. Was trieb sie nach Deutschland? Also Sie merken, da waren schon etliche Stationen, bevor ich nach Deutschland kam. Ich kam nach Deutschland erst, glaube ich, 1983. Inzwischen hat mich das Schicksal erwischt, eben in der Form meiner lieben Frau Sheila und die Familie mit vier wunderbaren Kindern war schon da. Jetzt war ich Familienvater und qualifizierter Rabbiner mit einer gewissen Erfahrung. Hatte immer ein besonderes Interesse an Judentum in Deutschland oder auf dem Kontinent auf jeden Fall. Hier wieder vielleicht im Unterbewusstsein sogar die Nähe zu München und die Kindheit. Und weil ich auch eine etwas differenzierte Sichtart hatte auf Deutschland, die nicht in Schwarz-Weiß war, denn ich hatte zu viele direkte und indirekte Erfahrungen in München gemacht und später mir zeigten, es gibt auch ein anderes Deutschland und andere Deutsche. Zu viele haben sich aufopferungsvoll für uns eingesetzt, manchmal ganz einfache Leute, ich habe davon erzählt, ja, die viel riskiert hatten, uns zu helfen. Und ich wusste, dass das auch Teil der hiesigen Gesellschaft war. Und ich habe immer aufmerksam geschaut, was da ist, denn ich war einer der wenigen unter den Studenten, auch später, die kamen, die auch noch etwas Deutsch sprachen. Deutsch war nicht so perfekt, aber zu Hause sprachen wir Deutsch
Da spricht man aber nicht über theologische Themen, sondern Kaffee und Tee und familiäre Probleme. Aber dieses Interesse habe ich dann auch eingebracht in die Institution, die Reforminstitution England. Und wo immer eine Möglichkeit war, habe ich auch für die World Union am Anfang schon Besuche in Deutschland abgestattet, hauptsächlich in Frankfurt, wo es gewisse Zellen gab, eher liberalerer Art, und die Gottesdienste an hohen Feiertagen, um sie sozusagen mit der World Union in Verbindung zu halten, in der Hoffnung, dass sich daraus irgendwas später entwickeln würde. Also ich hatte immer einen Drall nach Europa und die Berge von Bayern. In Hannover fanden Sie eine Einheitsgemeinde vor, während Sie vorher vor allem in Zürich, wo ja ganz bewusst eine liberale Gemeinde gegründet wurde, ganz anderes Setting vorgefunden haben. Man muss dazu sagen, die Einheitsgemeinde ist etwas, was in Deutschland im 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte bis zur Shoah in Deutschland prägend war, nämlich eine jüdische Gemeinde, unter deren Dach alle Richtungen vereint waren. Wie war das in Hannover? Was fanden Sie dort vor? Ja, nur vielleicht eine späte Frage schon voraussehend. Es war nicht nur Hannover. Mein letzter Posten jetzt als Gemeinderabbiner von Augsburg-Schwaben ging zeitgleich mit dem noch existierenden, noch aktiven Rabbinat in Bielefeld. Und Sie können fragen, wie können Sie diese liberale Gemeinde Bielefeld betreuen und haben gleichzeitig 10 Jahre für Augsburg gearbeitet. Ja, dazu kommen wir vielleicht noch. Ah, vielleicht wird es nicht allen gefallen, was ich jetzt sage, ist aber, dass die Adjektive zu dem Substantiv Judentum für mich keine solch große Rolle spielen. Liberal, Reform, Orthodox, Hasidisch oder was auch immer. Ich war und bin ein Verfechter im Grundsatz von Klal Israel, von der Gemeinschaft des jüdischen Volkes in allen ihren Ausmachungen. Es gibt ein Volk Israel. Wir haben unterschiedliche Zugänge zu gewissen theologischen Fragen und dazu grundsätzlichen Fragen auch. Aber am Ende sind die einigenden Elemente viel stärker als die Zentrifugalen. Und mir war es immer wichtig, das zu betonen, dass ich nicht einem Adjektiv diene, sondern dem Judentum. Und eine jüdische Gemeinde war eine jüdische Gemeinde. Natürlich das in gewissen Grenzen. Aber auf die Frage, die mir oft gestellt worden ist, Herr Rabbiner, sind Sie ein liberaler Rabbiner? Habe ich auch gesagt, nein, ich bin ein jüdischer Rabbiner. Natürlich, das eine schließt das andere nicht aus, aber es war einfach die Antwort, die mir persönlich passte. Ob jetzt der, und dann war ich auch ein großer Anhänger von Minhag HaMakom. Das heißt, dass die örtliche Tradition eine gewisse Verbindlichkeit hat. Das ist ein bekannter Grundsatz im Judentum Minhag HaMakom. Und oft waren ja die Unterschiede, die Menschen bemerken, eher äußerlich als konzeptuell. Ob jetzt ein orthodoxes Gebetbuch oder ein liberales Gebetbuch dem Kultus zugrunde liegt, ja, wenn man genau hinschaut, sind das keine großen Sprünge. Und meine Gottesdienste waren oft eher konservativ, mit kleinem K, ja. Konservativ, das heißt, wenn der Brauch vor Ort so war, habe ich nicht meine Pflicht gesehen, ihn jetzt radikal zu ändern und die Gemeinde zu verunsichern, sondern zu sehen,
wie ich im Rahmen des Existierenden den Gottesdienst so aufrechterhalten kann, mit gewissen Änderungen. Vielleicht kommen die noch dazu. Aber meine Predigt oder meine Lehre oder meine Erklärungen oder meine Perushim zu den Wochenabschnitten oder was auch immer, waren grundsätzlich liberal. Und ich ließ auch niemand meine Predigten schreiben. Es waren oft Offerten mit der Rabbiner, wir wollen sehen, was sie sprechen werden. Ich habe gesagt, der mir das sich fragt und ich tue das, der ist noch gar nicht geboren. Die waren fortschrittlich. Da lassen Sie mich noch ein Wort sagen. Gerne. Einheitsgemeinde nach dem Krieg, und ich sage Einheitsgemeinde in Anführungszeichen, war das größte durchsichtige Feigenblatt der deutsch-jüdischen Geschichte in der Kirchenzeit. Die sogenannten Einheitsgemeinden waren keine Einheitsgemeinden. Sie waren hauptsächlich orthodox geprägte Gemeinden, wo man andere tolerierte, solange sie schwiegen. Die einzige wirkliche Einheitsgemeinde in Deutschland nach dem Krieg war Berlin, wo man verschiedene Ausmarschungen des Judentums in verschiedenen Synagogen unter einem Dach finden konnte. So war es in München vor dem Krieg. Da war diese schöne Hauptsynagoge, da war dann auch, da war dann die orthodoxe schöne Synagoge und noch ein paar andere auch. Und jeder Minyan oder jede Gemeinde betete nach ihrem Gebetbuch, nach ihrem Gebetbuch. Und die gehörten einer Kultusgemeinde an. Das ist eine Einheitsgemeinde, so war es. Das war nach dem Krieg, hätte man anders beschreiben müssen. Das war ein bisschen Etikettenschwindel. Nochmal zu den Adjektiven, denn auch das prägte ja ihr Wirken. Sie waren ja lange Zeit zusammen mit Rabbiner Ernst Stein und Rabbiner Levinson, die drei liberalen Rabbiner, die zwar Mitglied der Rabbinerkonferenz waren, aber deren Entscheidungen zum Beispiel bei der Aufnahme ins Judentum von ihren orthodoxen Kollegen nicht anerkannt wurden und auch von den meisten Gemeinden. Das änderte sich sehr, sehr langsam. Vielleicht kommen wir zu dem Punkt, wo sich die Situation in Deutschland ändert, 1995. Da haben sie Hannover verlassen und kurz darauf wurde dort von einigen aktiven Frauen, die, ich glaube, sogar die erste liberale Gemeinde im Nachkriegsdeutschland Wiener gegründet. Wir in München, Beit Shalom, waren, glaube ich, ein paar Monate später. Was war in Hannover passiert, dass dieser Bruch, diese Änderung, diese Pluralisierung aufgetreten ist? Das hatte schon eine gewisse Vorgeschichte. Äußerlich war die Synagoge in Hannover, ist sie noch nach normalen orthodoxen oder wie es in Deutschland war, auch in der liberalen Gemeinde, gebaut mit einer Empore für die Damen. Und ich sah es nicht meine Pflicht, die Damen runterzuholen. Wie vorhin sagte Min Hagamakom, der Gottesdienst war relativ konservativ und es waren noch viele gute Leute, die vielleicht mit liberalen Judentum wenig zu tun hatten, die gute Mitglieder der Gemeinde waren, mit denen ich auch gut zu Rande kam. Aber die Frauen hatten immer noch die Stellung, die mit einer auch gemäßigten liberalen Einstellung nicht zu vereinbaren sind. Da war nichts von Unterricht oder Kenntnis und so weiter, nur Religionsschule natürlich. Und meine Einstellung war immer auch, die Frauen sollten einen bedeutenden Part spielen. Und aufgrund auch einer Lektüre, was in Amerika so los ist, habe ich gelesen, dass Simchat Torah auch bei den Chassidim in New York Torah-Rollen an
Frauen gegeben hat, die dann auch mit den Toren in den Straßen und Synagogen tanzten. Und kam Simchat Torah, und nachdem die erste Hakafot schon vorbei war, Simchat Torah und Purim haben die Frauen immer unten gemischt gesessen, an diesen beiden Anlässen. Und ich habe eine Torahrolle einer Dame gegeben, oder den Damen, die da unten waren, dass sie mittanzen. Eine Dame oben fühlte sich enorm brüskiert und begann ein Gezetter, ein Geschrei, dass sich die Tora entweiht hätte und so weiter. Nachdem sie eine enge Verwandte des Vorsitzenden war, war der Eklat perfekt. Das war der Anfang. Und den Frauen, nach ihrem Willen, aber mit meiner Unterstützung, bildete sich eine Studiengruppe, die regelmäßig Torah studierte, und allein nur Damen, die sozusagen dann ein jüdisch-liturgisch-kulturelles Institut aufzogen war. Als ich dann Hannover verließ, wollten sie weiterführen. Und so, das war der Kern. Und sie finden heute noch einige dieser Damen fast pensioniert oder noch am Ruder der jüdischen liberalen Gemeinde in Hannover. So begann es. Damals. Nun, von 1995 änderte sich ja in Deutschland gerade auch mit ihren Damen aus Hannover einiges. Die liberalen Gemeinden wurden, mehrere liberalen Gemeinden wurden gegründet, die Union Progressiver Juden entstand 2004, dann sehr einschneidend wurde die Rabbinerkonferenz in Deutschland neu geregelt. Sie teilte sich in zwei gleichberechtigte Körperschaften, die orthodoxe Rabbinerkonferenz und die allgemeine Rabbinerkonferenz, in der die liberalen und konservativen Rabbiner ihre Heimat fanden und deren Vorsitzender sie bis vor kurzem noch waren, von Anfang an. Wir wollen nicht die ganze Geschichte nacherzählen, die haben wir ja gemeinsam erlebt, aber was hat diesen Wandel bewirkt? Denn es war ja ein Wandel, nicht nur für uns, die liberale Bewegung, sondern für das gesamte deutsche Judentum, das pluralistisch wurde. Was schätzen Sie, war die Zeit reif? Was damals geschah, war schon hochinteressant. Sie sprachen in Ihrer Frage vorher die drei Musketiere an. Levin Sohn, der war der Älteste von uns, ich meine, seinem Amt in Deutschland, Rabbiner Stein und ich, wir waren Mitglied der Rabbinerkonferenz. Nebenbei, wir hatten ein ganz gutes Verhältnis mit vielen der Kollegen. Und deshalb brachten wir auch Bate Din, also rabbinische Gerichtshöfe, zusammen, wenn es um Konversionfragen ging. Da war auch ein quasi orthodoxer Rabbiner dabei und dadurch wurde das legitimiert. Aber die Probleme, die diskutiert worden sind damals, gingen an der Realität weit vorbei, weil man immer versuchte, Streitfragen aus dem Weg zu gehen. Also wartet man eher auf das gemeinsame Mittagessen, als dass man etwas Tiefschürfendes für die Gemeinschaft tat. Meine Rabbiner trafen sich, ja. Aber die Resultate waren eigentlich sehr, sehr mager. Und es wurde auch mit dem Zentralrat damals gespürt. Es muss etwas passieren. Die Rabbinerkonferenz muss dynamischer werden. Und die Zahl der Rabbiner, orthodox wie auch liberal, wurde größer. Und dann wurden verschiedene Modi
diskutiert. Man versuchte auch damals noch andere Wege, aber die alle sehr schnell scheiterten. Die große Streitfrage war Rabbinerinnen. Die erste Rabbinerin, amtierte, liberale Rabbinerin, amtierte damals in Oldenburg. Bärwiele. Und die liberalen Rabbiner waren nicht bereit, auf deren Anwesenheit in der Rabbinerkonferenz zu verzichten. Und die orthodoxen Rabbiner waren nicht bereit, eine Rabbinerin zu akzeptieren. Und aus all dem Kuddelmuddel kam dann heraus zwei separate, die aber beide im Rahmen des Zentralrats agieren würden, nicht abhängig vom Zentralrat, aber auch materiell unterstützt vom Zentralrat und mit ihm zusammenarbeiten. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat sich dieses Muster nicht schlecht bewährt. Kann man nicht sagen, dass die Trennung nicht nur in der Rabbinerkonferenz, sondern auch das Entstehen von zum Teil neuen Gemeinden neben den etablierten orthodox orientierten Gemeinden oder auch das Entstehen von Synagogen innerhalb von Gemeinden, wie das zum Beispiel in Frankfurt geschehen ist, also die Trennung zum Klal Israel beigetragen hat, nämlich zu einem neuen pluralistischen Judentum, wie wir es heute erleben, auch wir hier in München, aber auch im Zentralrat, wo heute die Pluralität wirklich gelebte Praxis ist. Ja, hier ist die Frage, Huhn und Ei. Kam die Pluralisierung, weil es mehr Gemeinden gab, oder kam morgen mehr Gemeinden, weil es die Pluralisierung gab? Ich glaube, beides ist wahr. Mehr Gemeinden, mehr Rabbiner, mehr Mitglieder, denn es ist ein Unterschied, ob sie jetzt rabbinische 30.000 Juden haben. Deutschland. Bitte? Entschuldigung, rabbinische Ausbildung in Deutschland, das ist etwas, auch was noch dazu angefangen hat. So dass, dass man kann die Entwicklung fast nachvollziehen. Auch von, wenn man nachliest in den Reden, die immer bei Ordinationen vom Vorsitzenden des Zentralrats gehalten worden sind, wie sie von Jahr zu Jahr quasi pluralistischer wurden, bis man in den letzten Jahren fast eine Gleichheit gesehen hat, mit gleicher Würde und Positivität wurden auch die liberalen, konservativen Rabbiner begrüßt. Und das merkt man auch im Zentralrat, in den Treffen. Mehrere Meinungen stehen nebeneinander. Ich meine, wir sind noch nicht in Gan Eden angekommen. Das ist noch ein langer Weg bis dahin. Aber man muss heute sagen, dass im Großen und Ganzen der Pluralismus des Judentums akzeptiert wird, dass es ein Faktum ist und man damit arrangiert. Ich könnte noch vieles fragen, aber wir haben vereinbart, dass wir zwei Themenbereiche ansprechen werden. Also bevor ich an Abibitum weitergebe, die Moderation, meine letzte Frage. Sowohl in Bielefeld, in der liberalen Gemeinde, die Sie noch heute betreuen, als auch in Augsburg, wo Sie eine, wie Sie sagten, orthodox orientierte Gemeinde gedient haben bis vor kurzem. Das sind beide Gemeinden, die stark durch die Zuwanderung aus der früheren Sowjetunion geprägt sind. Was hat das, wie hat sich diese Zuwanderung auf das Judentum in Deutschland ausgewirkt? Wie viele Tage haben Sie, Herr Bühlstein, für die Beantwortung dieser Frage? Wir haben die letzten zwei Minuten. Es müssen aber, es dürfen auch drei sein. Natürlich enorm, von enormer Bedeutung. Das hatte positive und negative Aspekte im Großen und Ganzen, aber überwiegend die positiven. Wenn man sich vorstellt, wenn diese Zuwanderung
aus der ehemaligen Sowjetunion nicht stattgefunden hätte, dann würden wir diese Diskussion gar nicht haben, denn die meisten Gemeinden würden gar nicht mehr existieren. Außerdem noch gewisse Gemeinden in den Großstädten, in Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf, vielleicht ein, zwei andere, und damit wäre fast Schluss. Denn bereits vor der als die Zuwanderung begann, hatten viele Gemeinden nur noch mehr Rudimente der Gottesdienste, keine Minianeen, und es war manchmal nur noch ein Präsident, denn jede Gemeinde muss ja einen Präsidenten haben, nicht? Der noch da war, der den Schlüssel hatte zum Aufstehen und Zusperren. Es war keine sehr hoffnungsvolle Zukunft damals in Sicht. Durch diese Zuwanderung, erstmal qualitativ, Qualität hin oder her, dass die heute wie ein pulsierendes jüdisches Leben haben, ist zum Teil dem Auffüttern der Gemeinde mit Rekruten aus der ehemaligen Sowjetunion zu verdanken. Dass damit dann Probleme auch erwuchsen, ja. Es fiele sich auf das Soziale, die Integrationsprobleme und so weiter verlagerte, dass manche Gemeinden gefordert und überfordert waren, stimmte auch, dass viele Probleme auftauchten, stimmte auch. Wir sind noch gar nicht aus dem ganzen Schlamassel raus. Aber heute, erstaunlich, sind zig Synagogen gebaut worden. Es gibt neue Institutionen. Die jungen Leute, die nächste Generation, man findet viel ambitiöse, junge, fähige Menschen. Nicht alle bleiben, aber doch, die Gemeinden haben dadurch neue Perspektiven bekommen. Und deshalb mein Fazit über die Jahre, ich habe vom Anfang der Zuwanderung mitgemacht, mein Fazit ist, im Großen und Ganzen kann man sagen, Neska Dol Hayasham. Ein großes Wunder ist geschehen. Danken wir. Vielen Dank. Wir haben auch Bielefeld gefragt und Augsburg. Bielefeld ist eine Liebesgeschichte. Das ist meine kleinste Gemeinde aus dem Landesrabbinat damals in Westfalen-Lippe. Ich habe dort den konservativen Liberalismus mit einer Gemeinde, die gleich zum Landesverband wie auch zur Union gehört, die wirklich aktiv ist und mit der ich in großer Zuneigung verbunden bin. Über Augsburg möchte ich mich weniger auslassen. Da ist mir Integration nicht gelungen. Gott sei Dank, man hat mich in meinem Bereich alleine gelassen, meine Arbeit zu tun. Ich habe die anderen auch alleine gelassen. Ich konnte selbst das Mitteilungsblatt der Synagoge gar nicht verstehen, weil bis heute noch fast alles zu 90% mindestens in Russisch ist, die Verhandlungen alle in Russisch geführt werden. Da war der jeckische Rabbiner ein Unikum. Aber trotzdem so eine wunderschöne Synagoge. Ja, vielen Dank, Herr Rabbiner Brandt. Und ich gebe an Abibitum weiter. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst auch von meiner Seite sehr herzlichen Dank an Sie, liebe Frau Hecht-Stöhr, dass Sie es uns ermöglicht haben, das Unikum, das jeckische Unikum, unseren Rabbiner Henry Brandt näher kennenzulernen. Und dank Corona hat sich das nicht nur auf München beschränkt, sondern das ist international. Und wenn ich das letzte Mal und auch dieses Mal auf dem Bildschirm sehe, von wo überall sich Menschen zugeschaltet haben, dann möchte ich Ihnen ja einen herzlichen Gruß zurufen, lieber Freund Henry Brandt. Wir kennen uns seit ganz, ganz langer Zeit und insbesondere kennen wir uns mehr als eine Generation aus dem Deutschen Koordinierungsrat, in dem, darf ich du sagen, du
als erster Vorsitzender, als Präsident gedient hast und ich mit dir zusammen den jüdischen Part abdecken durfte. Das war etwas, was mein Leben unglaublich bereichert hat. Ich habe so viel von dir lernen dürfen und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mit dir über dieses Thema sprechen darf. Wir sind meines Erachtens nicht gezwungen, jetzt genau 29,5 Minuten drüber zu sprechen, sondern wir sprechen halt so lange, wie es sich ergeben wird und vielleicht sogar ein bisschen weniger lang, damit es für all die Zuschauerinnen und Zuschauer, Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglich sein wird, Fragen zu stellen. Denn mit einem jeckischen Unikum sich austauschen zu dürfen, das ist eine wirklich einmalige Gelegenheit. Ja, wir wollen über deinen Teil, über den interreligiösen Dialog sprechen und weil es um dein Leben geht, dann wollen wir das vielleicht auch so wie vorher historisch thematisieren, wenn dir das recht ist. Du hast ja im Leo Beck College in den 50er, 60er Jahren jüdisches Rabbinat studiert. War es eigentlich damals schon ein Thema, sich mit Christen auszutauschen? Eigentlich war es ganz anders in England, als es hier war. Hat sich vielleicht ein bisschen verändert inzwischen, aber auf formeller Ebene in der Gemeinde war Dialog und die Zusammenarbeit mit christlichen Gemeinden kein großes Thema. Es gab Einflüsse aus Amerika, die schon Societies of Christian Jews gegründet hatten und man traf sich auch. Aber man muss immer bedenken, in Deutschland nach dem Krieg waren Juden ein Thema, ein führendes Thema aus jeder Sicht. Was Juden sagten, was Juden dachten, was Juden geschah, da war nur eine Handvoll Juden im ganzen Land. Aber wenn, sagen wir, Herr Präsident Galinski etwas zum Liebesleben der Maikäfer zu sagen hatte, dann wurde das auf der Vorderseite der Zeitungen gedruckt. Jews were news. In England war das nicht so. Und deshalb, wir hatten zwar Verbindung als Gemeinderabbiner zu unserer lokalen christlichen Gemeinde und haben auch in guter Zusammenarbeit Dinge gemacht für die Gemeinschaft, aber dass es den Stellenwert hatte, wie in Deutschland, das war eine andere Welt. Aber ich war schon beleckt von dieser Möglichkeit, denn ich hatte schon von Anfang an die Überzeugung, dass eine der Waffen gegen Antisemitismus, wenn nicht die Hauptwaffe, Gespräch und Dialog sind. Ich meine, die Richter und Polizei braucht man auch in gewissen Fällen, aber die Hauptwaffe ist kennenlernen, den eigenen Standpunkt vertreten, auszuloten, wo Gemeinsamkeiten sind, nicht nur im Theologischen, auch allgemein, und auch kritische Fragen zu stellen und sich erkennbar zu machen. Nicht der Rückzug ins Ghetto ist die Antwort. Das hat mich Israel gelehrt. Ich fühlte mich als bewusster, aber auch, wie soll ich sagen, wehrhafter Jude. Auf Augenhöhe miteinander zu reden, das war für mich die Waffe. Und ich glaube, nicht ohne gewissen Erfolg. Darf ich nochmal zurückkehren? Ich weiß, dass bei der Rabbinerausbildung in Potsdam der interreligiöse Dialog ein ganz wichtiges Thema der Ausbildung ist. Damals bei Leo Beck kam überhaupt Interface vor? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das in irgendeiner bemerkenswerten Weise apostrophiert hatten. Wir hatten genug zu tun mit Talmud und Midrash und all den jüdischen Themen.
Es war keins der Hauptthemen. Und ich glaube es heute noch nicht. Ja, du warst ja dann später in der Schweiz und in Schweden Gemeinderabbiner. War da das christlich-jüdische Gespräch ein Thema? Weil das ist ja ganz anders als in Deutschland, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Da waren die Juden ja kein Unikum, sondern das waren ja Länder, in denen es Gott sei Dank keinen Holocaust gegeben hat. Trotzdem war dort das christlich-jüdische Gespräch in der Zeit, in der du dort fungiert hast, ein echtes Thema. In der Schweiz schon eher, weil das sehr nah an der Grenze liegt, nicht? Da schwappte die Problematik über von Deutschland. Aber wenn ich zu Gesprächen oder zu Vorträgen oder so, was auch immer, eingeladen war, war es eher in Deutschland als in der Schweiz selbst. Aber es gibt und gab damals und gibt es auch eine aktive Dialoglandschaft in der Schweiz, die nicht auf dem gleichen, wie soll ich sagen, umfangreichen Niveau ist wie in Deutschland. Aber es gab die. Aber ich war damals erst in einer internationalen Gemeinde, hauptsächlich Englisch sprechend, in Französisch sprechend in Genf, sodass mein Hauptanliegen schon die Gemeinde war. Also ich hatte nicht so viel Zeit, damals mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Und als ich dann von Genf nach Zürich kam, gründeten wir die Gemeinde Orchardasch. Und das war noch eher mehr Arbeit, war ich immer schon, und das, wenn ich zurückdenke, war mir sehr wichtig, nach Deutschland hinein arbeitete. Für mich war die Schweiz sozusagen die ideale Lösung. Denn um auf das Gespräch mit Jan Mühlstein zurückzukommen, kurz, zurück nach Deutschland war nicht so einfach. Wir sind also erst zurückgekommen, als die Kinder sozusagen ihre Schule beendet hatten, denn wir wollten damals die Kinder noch nicht in eine deutsche Schule schicken. Ja? Und sie waren schon alt genug, und eine Position in Genf war ideal, nach Europa hinein zu arbeiten und in der Schweiz, im neutralen Schweiz, im Schatten des Mont Blanc zu leben. Das war eine schöne Lösung. Aber so aktiv war ich in der Schweiz nicht. Das kam dann mit der Beruf nach Deutschland. Meine Sichtweise war, ich wäre bereit, dann nach Deutschland zu kommen, meine Position zu übernehmen, wenn ich denken könnte, dass ich etwas bewirken kann. Und das war 83 durch Zufälle möglich. Ich musste in Hannover umsteigen. Ich kam aus Schweden und habe eine längere Zeit gehabt. Da geht man in die Synagoge und schaut sich die Gemeinde an. Kurz und gut, das war der richtige Moment am richtigen Ort. Ich ging hinein als Gast und kam raus als Landesrabbiner von Niedersachsen. Mit genauso drei Gemeindchen mit total vielleicht 400 Mitgliedern. Heute sprechen wir über etliche Tausend. Spannend, eine solche Biografie anzuhören. Ja, und als du nach Deutschland zurückgekommen bist, und wir haben ja vorher schon über die Galinskis gesprochen, da hast du dich sehr, sehr schnell im Deutschen Koordinierungsrat engagiert, bist dort der Präsident geworden, der Vorsitzende, erste Vorsitzende, und hast den Deutschen Koordinierungsrat mit deiner starken Persönlichkeit doch ziemlich sehr nach deinem Bild geformt. Dein Engagement im Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, war das eigentlich für dich im Wesentlichen ein politisches Thema? Politisch heißt, wir brauchten die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, damit die Juden nicht weiter in einem selbstgewählten Ghetto verharren, damit dass es die Möglichkeit gibt, dass auf jüdischer Seite Juden angstfrei in der Gesellschaft leben, und auch, dass auf
christlicher Seite, ja, die auf der Seite der Täter eben es die Möglichkeit gibt, mit Juden auf gleicher Augenhöhe zu verkehren? Oder war es auch, und das war ja für dich auch sehr wichtig, ich denke nur an die christlich-jüdischen Gemeinschaftsfeiern, aber auch an gemeinsame Bibelauslegungen, eben die theologische Seite. Was war denn eigentlich der Grund, dass du erstmal da eingetreten bist und zweitens, dass du dich ja eine Generation lang so sehr dort engagiert hast? Ja, die Fragen, die du mir stellst, erinnern mich daran, dass ich noch über vieles nachzudenken habe, über die Vergangenheit. Was war eigentlich meine Motivation damals? Ich glaube, wenn du so fragst, und jetzt mal ein bisschen unbedarft, würde ich antworten, dass ich persönlich eher, nicht ganz, aber eher die politische Seite sah und die Notwendigkeit, in die deutsche Gesellschaft zu wirken, als ein rein theologisches Gespräch, das meistens ja sich in Sphären begibt, die das Tagtägliche nicht so tangieren. Für mich war es wichtig, dass die Shoah nicht vergessen wird, zum einen, aber dass auch herausgearbeitet werden sollen Gründe und Möglichkeiten in der Zukunft. Es war schon 83, wenn du daran denkst, und das war eine neue Generation, weil Nostra Aetate war schon da, dass man daraus etwas machen kann. Da kam die theologische Diskussion auf, natürlich, denn es war mir völlig bewusst und das war auch einer der Gründe, warum ich gekommen bin und Ja gesagt habe. Es gab sehr, sehr, sehr wenige, die überhaupt irgendwie in der Lage waren, durch ihr eigenes Wissen in so einen Dialog einzutreten. Die meisten haben das gescheut, wie teufeltes Weihwasser. Denn was wussten schon die meisten, auch importierte Rabbiner, die hier waren, über das Christentum? Ich hatte mir eine gewisse Vorbildung und auch selbst angeeignet. Und wie viel, es ärgerte mich am Anfang immer sehr, wenn über jüdische Themen gesprochen worden ist, auch religiöse Themen. Und da war der Bischof von da und der Erzbischof von da und der Vorsitzende des Zentralrats, der zwar ein guter Administrator vielleicht war, aber von jüdischer Theologie nicht unbedingt viel Ahnung hatte, sagte, da gehört ein jüdischer geistiger Vertreter hin. Ja? Dass die Diskussionen müssen auch fachmännisch auf Augenhöhe geführt werden. Und dann kamen wieder diese unvorsehbare Dinge des Lebens hin. Ich war erst ein Jahr, glaube ich, in Deutschland und Peter Levinson hat mich eine Nacht angerufen. Dann sagte er, ich mache nicht mehr weiter. Bist du bereit, zu kandidieren als Vorsitzender des Deutschen Koordinierungsrats? Ich kam aus der Schweiz, aus England, ich war ein eingefleischter Demokrat. Ich sage, ich stelle mich auf, was soll sein? Die Leute kennen mich ja kaum. Der andere Gegenkandidat damals war Rabbiner Stein, also auch ein liberaler Rabbiner. In ihrer Weisheit oder Dummheit haben sie mich gewählt. Ja? Das war ein reiner Zufall. Da wurde damals gekämpft und die Position, ich ging schlafen und die anderen argumentierten. Nächsten Morgen war ich im DKR, so begann das. Später war ich begeistert vom DKR. Ja, ich erinnere mich an unsere intensive Zusammenarbeit und du warst nicht nur begeistert, du warst der DKR, du warst in einem solchen Maße der DKR, dass alle diejenigen, die im DKR Führungspositionen hatten, letztlich auf deinen weisen Rat gehört haben. Und in diesem Zusammenhang im DKR gibt es ja drei Vorsitzende, erste Vorsitzende, nämlich einen katholischen, einen evangelischen und eine protestantische. Hast du da, wir haben vorher über Nostra Aetate gesprochen,
war der die Zusammenarbeit mit Protestanten oder mit Katholiken oder mit vielleicht Freikirchen in irgendeiner Weise unterschiedlicher oder einfacher? Mit wem konntest du denn besser oder mit wem war es eher möglich, das zu thematisieren auf christlicher Seite? Da sollte man vorsichtig sein mit einer Antwort, weil alles ist natürlich gefärbt, auch durch persönliche Begegnungen. Aber im Großen und Ganzen, mal ungeschützt, möchte ich das beantworten. Ich fand es einfacher und manchmal auch fruchtbarer, mit der katholischen Kirche und katholischen Würdenträger zu arbeiten, als mit evangelischen. Nicht unbedingt als Persona. Ich hatte sehr gute Beziehungen, immer noch freundschaftliche Beziehungen, auch zu evangelischen Geistlichen, aber die waren eher fragmentiert. Und ich erinnere mich, über viele Jahre hinaus hatten wir Probleme mit dem evangelikalen Flügel, der nicht ablassen wollte von der Bekehrung der Juden. Und damit hatten wir überhaupt nichts am Hut. Ich meine, das war etwas, das wir nicht dulden konnten. In der katholischen Kirche herrschte mehr Disziplin in dieser Hinsicht. Und so waren wir alle auch involviert mit dem Gesprächskreis Christen und Juden am Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Wir hatten sehr gute Beziehungen, auch zum Katholikentag. Die christlich-jüdische Gemeinschaftsfeier am Katholikentag war immer einer der Höhepunkte, besonders für jüngere Leute. Ich erinnere mich noch an viele solche Veranstaltungen mit Tausenden von Touren, die hauptsächlich immer die jüdische Seite irgendwie am liebsten gemocht haben. Ja, vielleicht noch zwei andere Themen. Das eine, was ich sehr spannend fand, was ich am Anfang kaum verstanden habe, einfach weil ich in einer doch orthodoxen jüdischen Gemeinde aufgewachsen bin, nämlich deine Tatkraft, in der du es ja gegen viele jüdische führende Persönlichkeiten durchgesetzt hast, dass es jedes Jahr die christlich-jüdischen Gemeinschaftsfeiern gab. Was hat dir eigentlich diese Tatkraft gegeben und wie hast du es geschafft, dass du dich damit durchgesetzt hast? Dass heute selbst auf jüdisch-orthodoxer Seite die christlich-jüdischen Gemeinschaftsfeiern kein Tabu mehr sind. Als ich begann am DKR, am Abend vor der Eröffnungsfeier, gab es immer ein Symposium. Da saßen ein paar Gelehrte da, von beiden Seiten, und man hat irgendein theologisches Thema diskutiert. Irgendwie in dem ganzen Prozedere fehlte mir das praktisch religiöse Element. Und jetzt kommen wir zu einem Grundsatz, ob ich falsch liege oder nicht. Das wird man woanders mal beurteilen. Ich stehe auf dem Standpunkt, Menschen können, auch was die katholische oder evangelische oder jüdische religiösen Führer sagen, meine persönliche Überzeugung ist, nicht im Rahmen der gesetzten Liturgie, aber im Rahmen der Unwegsamkeiten des Lebens, können Menschen aller Couleur miteinander Gott ansprechen, im Gebet, für Frieden, für Wohlergehen, für all das, was uns als Mensch und Gesellschaft bewegt. Warum können wir nicht zusammen vor Gott stehen? Ich meine, ich würde keine Messe feiern und ich verurteile von keinem katholischen Bischof, dass er die Schmone Esre rezitiert. Aber ein Gebet, das für Frieden geschrieben ist, ja, das so gehalten ist, dass wir alle Ja sagen können, Amen sagen können. Warum nicht? Was für einen lieben kleinen Gott machen wir uns da? Und das war meine volle Überzeugung. Dann zeigen wir es den Menschen.
dass wir es können. Und so begann kam ein Vorschlag, wir machen eine religiöse Gemeinschaftsfeier. Und die hat sich als enorm populär bewiesen. Menschen können miteinander. Natürlich gab es schon Gemeinschaftsfeier vorher. Ich habe Bilder von Peter Levinson bei solchen Anlässen. Aber in dem Umfang, wie wir es dann später hatten, im Dom zu Fulda und so weiter, und dann auch in der Synagoge zu Augsburg. Ich muss das sagen, weil es mir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, da war ich dann noch amtierender Rabbiner in Augsburg, als wir in diese herrliche Synagoge kamen, voller Bürger von Augsburg, mehr Christen wie Juden, glaube ich, aber doch gepackt, 900 Leute mit Chor und Begleitung. Da saß rechts der Regionalbischof der evangelischen Kirche, links saß der Bischof von Augsburg und in der Mitte, im größten Stuhl, der kleine Rabbiner Brandt. Ich habe gesagt, jetzt sind wir irgendwo angekommen. Jetzt reden wir auf Augenhöhe. Wir zeigen Am Israel Chai, wir sind da. Nicht hinter da, wir verstecken uns nicht. Hier sind wir, hier stehen wir. Und ich glaube, das wurde von den Menschen, nicht welche Religion, von den Menschen sehr wohl aufgenommen. Ich hoffe, wir haben viele Schüler. Lieber Henry Brandt, dein Engagement über zwei Generationen in Deutschland für das christlich-jüdische Gespräch. Hast du das Gefühl, dass der Antisemitismus sich in dieser Zeit, jetzt möchte ich nicht auf den islamischen Antisemitismus zurückkommen, darüber möchte ich gerne sprechen. Ist ein bisschen verschwunden. Aber glaubst du, dass wir etwas bewirkt haben? Glaubst du, dass du etwas bewirkt hast mit deinem Lebenswerk, dass Antisemitismus in Deutschland heutzutage ein geringeres Problem geworden ist? Im traditionellen religiösen Sinn ja. Das heißt, es gibt eine weitere Kenntnis und einen Wunsch von Kenntnis über das Judentum. Aber das ist jetzt überlagert mit der Zuwanderung und der neuen alten Spielweise Antisemitismus, politischer Antisemitismus durch Zuwanderung und so weiter. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat Antisemitismus zugenommen, eher als abgenommen, aber nicht im theologischen Bereich, sondern eher im sozialpolitischen. Und da ist noch viel, da wurde viel, viel Porzellan zerbrochen. Das dauert einige Zeit, bis das wieder gekittet wird. Ja, du hast jetzt auch das Thema Zuwanderung thematisiert. Wir heißen immer noch Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit und nicht für christlich-jüdisch-muslimische Zusammenarbeit, was sicherlich richtig ist, weil das christlich-jüdische Gespräch eine ganz andere Dimension hat als das allgemeine interkonfessionelle Gespräch. Nichtsdestoweniger ist alleine von der Zahl her fast 10% Muslime in diesem Land. Wir müssen ja eine Möglichkeit finden, auch als Juden, auch als Christen mit den Muslimen zu einer Möglichkeit eines Dialogs zu kommen, was ich für als schwierig betrachte, aber was auch viele Muslime als schwierig betrachten, aber was nicht unmöglich sein darf, einfach um auch diesen neuen muslimischen Antisemitismus in diesem Land in irgendeiner Weise, wenn es auch nicht bekämpfen ist, aber ihn zu reduzieren. Was meinst du denn, was wir als Christen und Juden tun können, um auf diesem Weg etwas zu bewirken? Ich glaube, hier bedarf es einer gewissen Bescheidenheit als Christen und Juden oder DKR oder welche Kombination auch, brauchen wir nicht denken, dass wir alle Probleme unserer Gesellschaft lösen können und sollen uns auf das uns eigene konzentrieren.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem damaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker, als einer von uns, ich weiß nicht, wer es war, auch wieder davon sprach, man sollte doch eigentlich das erweitern, christlich, jüdisch, islamisch, sagte er kurz und bündig, das wird nie gehen. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Und ich habe darüber nachgedacht und ich bin ganz seiner Meinung. Wir brauchen Kontakte, wir auch Gespräche mit den islamischen Mitbürgern. Wir sind keine anti-islamische Religion oder Partei oder was. Insofern sie antisemitisch sind und antisemitisch lehren oder handeln, müssen wir dem entgegentreten, mit welchen Mitteln auch immer. Aber wir haben keine Auseinandersetzung mit dem Islam per se als Religion. Aber sprechen und sich kennenlernen, wie ich sage, Dialog ist auch hier gefragt. Aber dazu braucht es wieder unterschiedliche Kenntnisse und Fähigkeiten. Den christlich-jüdischen Dialog auszubreiten auf den Islam zur gleichen Zeit, sagen wir ein Dreiergespräch, würde eine Verflachung des Ganzen nach sich ziehen und wir würden das christlich-jüdische, wo noch viel, viel zu bearbeiten ist, vernachlässigen, weil wir immer berücksichtigen müssen, wo der Islam reinpasst. Es gibt Gespräche mit dem Islam, besonders in Israel. Da gibt es Kenner der Materie, die sprechen Arabisch. Viele sind in den arabischen Ländern aufgewachsen, auch Akademiker heute. Wir haben ja Ansätze, dass es solche Institutionen gibt. Also wir brauchen nicht alles zu tun. Für mich war es klar, in erster Linie christlich-jüdischer Dialog bleibt christlich-jüdischer Dialog. Das schließt Gespräch mit den Vertretern, willigen Vertretern des Islam nicht aus. Aber alles zu vermischen, das Ingredienzen geben kein gutes Gericht. Schuster, ich spreche niemand persönlich an. Bleib bei deinen Leisten. Ja, lieber Henry Brandt, vielen Dank. Wir alle, das Schicksal hat es gut mit uns gemeint, dass du seinerzeit vor einem halben Jahrhundert in eine führende Position im christlich-jüdischen Gespräch hineingelangt bist. Es hat sich sehr viel getan. Es hat sich nicht nur was Antisemitismus, sondern auch was die Offenheit der jüdischen Gemeinschaft betrifft, sehr viel getan. Wir leben auf einer anderen Ebene und dennoch ist leider Antisemitismus ein Problem. Dennoch ist leider auch in vielen Bereichen, sowohl auf jüdischer als auf christlicher Seite, noch viel Reserviertheit zu bemerken, was das christlich-jüdische Gespräch betrifft. Ja, es bleibt mir nur, dir Dank zu sagen für dein Lebenswerk und Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Wir haben jetzt diese halbe Stunde spannend verbracht. Herr Abi, ich werde noch auf eine Frage antworten, die du nicht gestellt hast. Warum eigentlich Augsburg? Ja, es ist, war die nächste jüdische Gemeinde, die passte zu Zürich. Da hatte man eine ziemlich gute Verbindung. Aber das, was dahinter steckt, Augsburg ist in der Nähe von München. Auch ein Grund, dass ich da bin. Denn irgendwie, wie ich das letzte Mal gesagt habe, etwas verbindet meine Familie und mich mit München und wird immer so bleiben. Ich wünsche euch alles Gute. Das wünsche ich dir, wie es jüdisch heißt, bis 120, dass du uns weiter erhalten bleibst. Vielleicht können wir in 10 Jahren wieder ein ähnliches Gespräch führen, Frau Hechtstör, wenn ich Sie damit beauftragen darf, das dann zu veranstalten, dann tun Sie uns allen und allen, die jetzt allen Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, Teilnehmerinnen etwas Gutes. Und ich möchte jetzt die Gesprächsführung an Sie zurückgeben. Rabbiner Brandt steht uns ja noch zur Verfügung für Fragen aus dem Publikum. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Mühlstein und Herr Pietum und Herr Rabbiner Brandt für dieses Gespräch.
Und in der Tat ist es jetzt so, dass wir noch Gespräche untereinander führen können. Sie können sich melden, wenn Sie möchten, über dieses Zeichen Reaktion unten, oder Sie schreiben in den Chat oder Sie winken und ich hoffe, ich finde Sie. Gerne melden Sie sich zu Wort. Was ist Ihnen hängen geblieben? Was hat Sie bewegt? Also wir haben hier schon eine Frage. Jetzt kann ich Ihren Namen nicht genau lesen. Das ist kein deutlicher Name. Vielleicht müssten Sie uns sagen, wie Sie heißen. Jürs Hammel. Ja, genau. Ja, hören Sie mich? Ja, alles gut. Also vielen Dank eigentlich dafür, dass Sie mir diese Gelegenheit gegeben haben, hier, also Herrn Nefrand, diese Frage zu stellen. Ich bin Yusra Hamel. Ich komme aus Ägypten, aus dem arabischen islamischen Land Ägypten. Und ich bin seit 5 Jahren hier in Deutschland. Ich promoviere momentan. Und ich beschäftige mich eigentlich mit Migration und dem islamistischen Terrorismus. Innerhalb meiner Arbeit habe ich mich auch mit dem islamistischen Antisemitismus beschäftigt und wie der Antisemitismus eigentlich zustande gekommen ist. Ich rede jetzt für mich oder von meiner Erfahrung, als ich in Ägypten war. Ich muss zugeben, fast alle, ja, ich will nicht auch verallgemeinern, ich mag nicht Verallgemeinerung. Die meisten sind fast antisemitisch, weil sie nicht in Kontakt zum Beispiel zu Juden gekommen sind. Sie wissen überhaupt nicht, was die Juden ausmacht eigentlich. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Antisemitismus beschäftigt in der Arbeit, meiner Doktorarbeit. Und bin ich jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass nur fünf jüdischen Familien, bis jetzt in Ägypten geblieben sind oder momentan in Ägypten leben oder leben, von fast 60.000 Juden, die schon vor dem Krieg, eigentlich vor dem Sechstagekrieg in Ägypten gelebt haben. Und das finde ich bedauerlich eigentlich, weil es gibt jetzt keinen Kontakt zwischen den beiden, zwischen den Juden und Muslimen und die Ägypter und zwischen den Israelen und die Ägypter. Und das, solange es keinen Kontakt gibt, dann wird es diesen Antisemitismus eigentlich geben. Also, und ich weiß überhaupt nicht, wie kann man jetzt diesen Antisemitismus beseitigen. Obwohl, ich muss auch darauf hinweisen, es gibt immer noch Zusammenarbeit zwischen der ägyptischen Regierung, zwischen der israelischen Regierung. Und in letzter Zeit gibt es auch viele Abkommen, die schon zwischen Israel und Vereinigten Arabischen Emiraten und Al-Bahrain auch gemacht worden sind. Aber der Kontakt zwischen den Bevölkerung ist noch nicht zustande gekommen. Wie kann man jetzt diesen Antisemitismus beseitigen? Und solange, wie Sie gerade gesagt haben, solange es diesen Kontakt nicht gibt, dann würden wir diesen Antisemitismus nicht beseitigen. Gut, vielen Dank. Das war jetzt eine engagierte, leidenschaftliche Frage, die unser Thema heute ein bisschen übersteigt. Aber vielleicht würden Sie trotzdem darauf antworten, Herr Rabbiner Brandt. Ja, meine Antwort darauf wäre, ich kenne die Situation in Ägypten nicht gut genug, um da ein Urteil fällen zu können. Ich weiß, dass relativ wenige Juden nun in Ägypten leben, aber wie die Stimmung im Großen und Ganzen ist und welche Potenziale da sind, kann ich nicht sagen, das wissen Sie tausendmal besser wie ich, aber was ich denke ist, wenn die jetzige Tendenz durchgezogen wird und der Abrahamitische Bund und so weiter, also Beziehungen zwischen arabischen Ländern und Israel, wenn das standhält, den kommenden Monaten und Jahren, auch der israelischen Politik wie der arabischen Politik, ja, das sind noch alle offene Fragen, dann wird ein größerer Austausch zwischen den Bevölkerungen auch stattfinden, durch Reisen, Tourismus und so weiter. Und über die Jahre werden sich möglicherweise dann Kontakte bilden, wenn so und so viele Bahrainis nach Israel fahren, dann werden sie erstmal Israel kennenlernen, sie werden sehen, wie die Juden leben. Da wird sofort nichts passieren, aber im Laufe der Zeit wird man sich eher verstehen lernen. Das ist eine andere Sache. Aber ehrlich gesagt, ich hatte schon genug in Deutschland zu tun, ohne mich zu sehr in Ägypten zu engagieren.
Vielen Dank aber trotzdem jetzt, dass Sie darauf eingegangen sind. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, ich hätte noch eine Frage an Herrn Dr. Brandt. Es war sehr interessant von Frau Ihnen, Stockhausen, ne? Ja, genau. Mhm. Von Ihnen zu hören, welche Probleme Sie innerhalb Ihres Aufbaus in jüdischen Gemeinden haben. Aber mich würde jetzt vor allen Dingen auch durch den Vortrag von Herrn Heidmeier in der Evangelischen Stadtakademie interessieren, wie können wir in Deutschland Juden erkennen, wie können wir Kontakt mit ihnen aufnehmen, um ihr Leben hier in Deutschland näher zu erfahren. Das wäre wichtig. Ich habe rumgefragt, wer kennt jemanden, der jüdischen Glaubens ist, und alle haben gesagt, weiß ich nicht, kenne keinen. Ich denke, der Kontakt untereinander ist für mich im Moment viel wichtiger als Kontakt über evangelische oder katholische Kirchen, sondern wir müssen ja in unserem Herzen Dinge ändern, und dafür brauchen wir den Kontakt zu jüdischen Menschen in Deutschland. Vielen Dank. Das wäre mal eine Frage an Sie. Mhm. Dankeschön. Suchet und ihr werdet finden. Alles organisiert, vorgekocht zu finden, ist manchmal nicht die Antwort. Da sagen wir, wie kann ich Kontakt bekommen? Es gibt zahllose Gemeindebesuche in jüdischen Gemeinden. Es gibt zahllose Austausche mit Jugendlichen in Schulen und so weiter. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber man muss immer die Zahlenrelation berücksichtigen. Es gibt nicht so viele Juden in Deutschland, und viele, die jetzt mit der Zuwanderung gekommen sind, sind auch nicht in der Lage, sozusagen das Judentum zu erklären, weil wir eben ihnen noch das Judentum erklären müssen. Die kommen aus einer atheistischen Gesellschaft, und obwohl sie vielleicht bewusst aus diesem jedem Grund jüdisch sind, das bedeutet nicht, dass sie Kenntnisse des Judentums haben, sind selber noch im Lernprozess, was eigentlich ja die Gemeinden auch belastet. Denn die müssen ja auch die Unterrichtsstunden, die Symposia und alles was anbieten. Also eine kleine Zahl für eine noch kleinere Zahl. Da muss man einfach suchen. Es kann Ihnen kein Patent sagen, wie treffe ich einen Juden. Der Zentralrat hat zwei Programme, die sehr begrüßenswert sind, aber natürlich sind das immer Tropfen auf heiße Steine. Aber ich glaube, die einfach vor Ort suchen, da wo Juden leben, finden Gesprächspartner, glaube ich schon. Aber versprechen kann ich sie nicht. Gut. Ich will mich auf die Suche begeben. Ja, vielleicht noch ein Thema, und das betrifft auch das lebenslange Engagement von Rabbiner Brandt. Es gibt in Deutschland 83 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die auch jüdische Mitglieder haben, die am interkonfessionellen Gespräch interessiert sind. Und darüber hinaus haben alle Gemeinden, auch die in München ganz besonders stark, Kulturzentren, die Veranstaltungen anbieten, in denen es auch die Möglichkeit gibt, jüdische Menschen kennenzulernen. Ja, Rabbiner Brandt hat richtig gesagt, wer sucht, der findet. Aber es gibt sowohl organisierte Möglichkeiten als auch andere, um, wenn sie das wirklich wollen, jüdische Menschen kennenzulernen. Ich glaube, auch der Herr Mühlstein würde Ihnen diesbezüglich weiterhelfen, vielleicht nicht jeden Abend und jede Nacht, aber mal tagsüber, einmalig sicher. Genau. Und es ist ja zurzeit ein ganz großes Programm, was die liberale jüdische Gemeinde auch anbietet zum Kennenlernen des Judentums in Deutschland. Also Celeste Schuler sehe ich hier, es gibt viele Kontakte und Angebote haben Sie jetzt bekommen. Jetzt liegt es, glaube ich, an Ihnen, einen Schritt zu tun. Gerne.
Frau Huss, Sie haben sich gemeldet. Aber ich glaube, die jüdischen Gemeinden haben auch eine Bringschuld in dieser Hinsicht. In einigen gibt es doch eine Tendenz der Selbstghettoisierung. Das heißt, für sich zusammen alleine. Ich spreche wieder meine Erfahrung in Augsburg. Das heißt, in der Gemeinschaft der Zuwanderer, mit Russischen allen Dingen drum und dran, aber keine Öffnung nach außen. Wir müssen auch bereit sein, diese Kontakte zu suchen oder zu pflegen, die Möglichkeit zu geben. Und das ist auch unsererseits zu sehen und dafür etwas zu tun. Vielen Dank. Jetzt Frau Huss, bitte. Vielen Dank. Ich habe in den 80er Jahren in München und in Wien studiert und hatte das verrückte Glück, mit Walter Homolka gemeinsam evangelische Theologie zu studieren. Und daraus hat sich so ein kleiner Verein für christlich-jüdischen Dialog entwickelt, dem ich seither treu bin. Und im Moment genieße ich sozusagen die Vorteile der Pandemie, anders kann man es gar nicht sagen, weil nämlich auf der einen Seite dadurch Sie, lieber Herr Rabbiner Brandt, aus Zürich zugeschaltet sind, ohne dass wir extra dahin reisen müssen. Und es hat in den Schulen auch zu einer Situation geführt, die man in diesem Tempo sonst ohne Pandemie niemals bewirkt hätte, nämlich der konfessionell sortierte Religionsunterricht ist mehr oder weniger ausgebremst dadurch, dass es keine Klassenmischungen geben soll. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner 8. Klasse. Ich hatte vorher also aus 4 7. und 8. Klassen die evangelischen Schüler, die saßen dann sortenrein, 22 Jugendliche vor mir. Jetzt ist es also eine 8. Klasse, die eine Ganztagsklasse sind und darin sind 6 Kinder, die ich kenne, die sind evangelisch. Dann haben wir 3 Muslime, 3 sind OB, also ohne Bekenntnis, ein Hindu aus Sri Lanka, der Rest ist katholisch, alle sind in der Pubertät, ich habe die einmal gesehen und seitdem sind sie schwarze Kacheln, indem ich sie per Distanz unterrichte. Wie es am Montag weitergeht, das werden wir erfahren am Freitag um 12 Uhr, weil dann das Robert-Koch-Institut die neuen Zahlen herausgeben wird. Seitdem unterrichte ich ein Fach an Schüler, die ich nicht kenne, das es noch gar nicht gibt. Mein Rektor nennt das immer scherzhafterweise TKKG. Es heißt aber eigentlich temporär, konfessionell, kooperativer Religions- und Ethikunterricht. Ich nehme das zum Anlass, durch die Weltreligionen zu reiten. Und ich hoffe, dass die Pandemie auf dem Gebiet noch lange nicht zu Ende ist, weil ich hätte noch viel zu unterrichten. Vielen Dank. Die Frage, die dahinter steht, ist, wie kann ich diese Chance, die nicht alle als Chance sehen, von den Kollegen, muss ich dazu sagen, weiter rüber retten in eine pandemielose Zeit. Denn ich finde es eigentlich sehr bereichernd, Diversität zu unterrichten, Kindern und Jugendlichen zu erzählen, dass Judentum nicht aus Ultraorthodoxen mit Stremmel und Payeslocken besteht, sondern dass es da ebenfalls innerhalb des Judentums eine große Diversität gibt. Und dass der Seder nicht nahtlos in die Shoah übergegangen ist. Wie kann ich das retten? Ich glaube, da muss ich Sie auf ein neueres Treffen vertrösten, denn ich habe nicht alle Antworten auf alle Fragen, die da auftauchen. Ja. Und Sie müssen sich den Umständen eben anpassen. Und ich hoffe, die Umstände, an die Sie sich abpassen müssen, wird ohne Pandemie sein. Und dann müssen Sie das Beste draus machen. Aber jedenfalls eine schöne Erfahrung, ungewollt ja, durch die Pandemie, aber eine wirklich schöne Erfahrung. Vielen Dank, Frau Huss. Die muss man selber machen. Ja. Frau Knobloch, ist es richtig, dass Sie sich gemeldet hatten? Hat Ralf Dea mir zugespielt? Da müssten Sie Ihr Mikro bitte lautstellen. Bitte selber lautstellen.
Jetzt. Verehrte Rabbiner Dr. Henry Brandt, Sie haben uns nicht überrascht. Wir wussten, alle, die wir zugehört haben, was Sie uns bieten und wie Sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Aufrichtigsten Dank. Sie haben etwas angemerkt, was mich sehr gefreut hat, Ihre Bindung zu München. Corona darf diese Bindung nicht stören. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich Sie in München auch in Corona-Zeiten doch wieder mal als Gast empfangen zu dürfen. Herr Dr. Brandt, Sie sind eine Bereicherung des jüdischen Lebens in Deutschland schon immer gewesen und sind es bis zum heutigen Tag. Sie sind einer der wirklich nach 1945 sind Sie einer der hochgeschätzten Rabbiner, die wir in Deutschland gehabt haben und Gott sei Dank heute noch mit Ihnen haben. Man hätte Sie, wir hätten uns alle gewünscht, dass man Sie hätte vervielfältigen können. Das jedenfalls, das, was ich jetzt ausgesprochen habe, ist nicht nur meine Meinung, die Meinung vieler jüdischer Menschen hier und nicht nur der jüdischen, sondern auch der nichtjüdischen. Dr. Brandt, Sie haben sehr viel dazu beigetragen, dass viele sich dem Antisemitismus, dem heutigen Antisemitismus, der auf die Frage gekommen ist, nicht angeschlossen haben, weil es einen Dr. Brandt gegeben hat, der zu den Leuten gesprochen hat, der sich geöffnet hat gegenüber den Leuten, der das jüdische Leben so dargestellt hat, wie es eigentlich mal war, heute noch ist, aber es kann noch so werden, wie wir uns beide das vorstellen. Sie haben es in verschiedenen Bereichen angesprochen. Ich hoffe sehr, dass das auch mal in Erfüllung gehen wird. Tausend Dank. Ich darf Sie bitten, Ihre geschätzte Gattin zu grüßen von mir. Vielleicht können Sie sie mitnehmen, wenn Sie nach München kommen. Aber ich bestehe darauf, dass diese Bindung bestehen bleibt. Wie hat Bittung gesagt, bis 120. Vielen herzlichen Dank und ich darf mich jetzt ausschalten. Und Ihnen allen Dank, die Sie hier mitgewirkt haben. Es war wirklich ein Highlight. Und vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Knobloch. Bleiben Sie uns erhalten bis 120 Jahre gesund. Ja, das haben wir uns ja. Vielen Dank, Frau Knobloch. Danke für Ihr Votum noch. Und ich wäre jetzt fast geneigt, das als ein Schlusswort auch zu nehmen. Es ist noch eine Meldung. Wenn Sie sich kurz fassen würden, Frau Unger, dann würde ich Sie jetzt noch aufrufen, bitte. Machen Sie Ihr Mikrofon bitte selber laut. Und auf Wiedersehen, Frau Knobloch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren heute. Frau Unger, bitte. Meldet sie sich nicht mehr oder spricht nicht? Vielleicht geht das Mikrofon nicht. Dann hat Jan Mühlstein sich noch mal gemeldet. Vielleicht möchtest du die Schlussrunde einläuten. Ich wollte nur einen Hinweis dazu geben, zu der Frage, wie trifft man Juden. Es gibt ein Angebot. Ich weiß nicht, Henry, ob es das schon zu deiner Zeit am Leo Beck College gab, aber in den 80er und 90er Jahren mussten alle Studenten an einem jüdisch-christlich-muslimischen Woche in Deutschland teilnehmen. Das fand in Bendorf statt. Diese Veranstaltung, leider nicht mehr Pflichtveranstaltung für die Rabbinerstudenten aus London, aber inzwischen auch unter Teilnahme der Rabbinerstudenten aus Potsdam oft. Diese Veranstaltung findet einmal im Jahr jetzt in Wallander statt. Dieses Jahr, letztes Jahr 2020, auch per Zoom leider nur, aber wird nächstes Jahr wahrscheinlich im Frühjahr wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Man kann sich anmelden, wenn Sie bei mir über die Stadtakademie erreichen Sie mich sicherlich oder über Bet Shalom kann ich Ihnen die Daten schicken. GCM nennt sich diese Veranstaltung, Juden, Christen, Muslime, jedes Jahr in Hollande.
Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja. Ich will nur ganz kurz sagen, es gibt schon in vielen Orten Möglichkeiten, Juden zu treffen, auch besonders in akademischen Kreisen, zum Beispiel durch ELES, das Begabtenwerk, hat schon Hunderte und Hunderte von Alumni und die haben im Süden, im Norden, Westen auch Ableger kontaktiert, die nächste, vielleicht größere jüdische Gemeinde irgendwie werde finden. Wir sind nicht unsichtbar. Das stimmt, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Sie sind vor allem auch nicht unhörbar, sondern es war ein schönes Gespräch mit Ihnen dreien. Es sind viele dankende Bemerkungen im Chat. Die kann ich Ihnen gerne hinterher noch zuschicken, einfach wenn, weil das ja auch gespeichert wird am Ende. Ich bedanke mich für die schöne Zusammenarbeit bei allen Partnern, bei der liberalen jüdischen Gemeinde Beit Shalom, bei der Gesellschaft Christlich-Jüdischer Dialog, bei dem Jüdischen Museum München und bei der Janusz Korczak Akademie der Europäischen und freue mich, dass wir weitermachen mit vielen Dialogen. Sie haben die nächste Gelegenheit schon am 29.04., da wird es wieder eine Zoom-Veranstaltung geben, die wird diesmal aus Jerusalem zugeschaltet. Rachel Berkowitz, das ist eine orthodoxe Feministin. Wenn Sie sich fragen, was eine orthodoxe jüdische Feministin ist, dann müssen Sie da dabei sein. Sie spricht am 29.04. mit Rabbiner Tom Kutschera und es wird auch immer simultan ein bisschen oder konsekutiv Englisch-Deutsch übersetzt, wenn Sie des Englischen nicht ganz so mächtig sind. Und es wird am 10.06. noch ein Gespräch geben zwischen Rabbiner Walter Homolka und dem islamischen Professor Muhammad Khorshide zur Frage Umdenken, wie können Islam und Judentum unsere Gesellschaft besser machen. Also die beiden verstehen sich als Avantgarde für eine verbesserte Gesellschaft am 10.06. Bleiben Sie uns einfach allen in unserem Programm verbunden über Newsletter oder schauen Sie auf die Websites aller Veranstalter, Sie werden es da finden. Lieber Herr Rabbiner Brandt, genießen Sie den Schnee im Schweizer Oberland, im Berner Oberland. Und lieber Herr Pittum, lieber Herr Mühlstein, vielen herzlichen Dank für heute diesen schönen Abend miteinander. Ihnen allen noch einen guten Abend zusammen. Möchten Sie noch ein Schlusswort sagen, Herr Rabbiner Brandt? Nein, ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die dabei waren, aber besonders bei Ihnen für die wunderbare Einführung an Jan Mühlstein und an Abi Pittum für dieses rücksichtsvolle Gespräch. Danke, danke. Herzlich wünsche allen ein Erev Tov und eine friedliche Zukunft. Das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank. Wiederhören. Ja, damit beenden wir diesen Abend. Sie können jetzt selber das Meeting einfach verlassen. Ich schließe noch nicht. Sie können auch noch was in den Chat schreiben. Ich leite das gerne weiter. Dank oder Fragen oder Kommentare noch. Und Ihnen einen guten Abend, Herr Rabbiner Brandt. Ach, darf ich Sie noch eins fragen? Nein, jetzt ist er weg. Nein, Sie sind noch da. Stellen Sie sich doch noch mal laut. Wer war in der Hannoveraner Synagoge? Wen haben Sie da getroffen, dass Sie als Gast reingekommen sind und quasi als Rabbiner von Hannover rausgegangen sind? Ich war damals Rabbiner in Göteborg. Ja. Und meine Familie lebte die ganze Zeit in der Schweiz. Und ich bin öfters nach Hause gependelt und die kam nach Schweden. Aber ich war mal auf dem Weg nach Hause, wie ich damals erzählte, mit diesem wunderbaren Ticket für 99 Mark, der rosarote Elefant hieß das Ticket. Da konnte man von einem Ende Deutschlands zum anderen fahren. Und ich fuhr von Puttgarten bis Basel hin und zurück auf diesem einen Ticket. Aber damals gab es noch nicht den Stundentakt. Und mal war eben die Verbindung mit einer Pause von 4-5 Stunden verbunden. Und ich kam in die Gemeinde. Dort war anwesend der er war damals schon Vorsitzender der Gemeinde, war ja Gemeindchen, Herr Michael Fürst. Und wir kamen ins Gespräch. Und dann kamen wir auf die Frage, ob ich Lust hätte, dorthin zu kommen.
denn sie hatten gerade einen Staatsvertrag unterzeichnet und das Salär eines Rabbiners war da drin. Und habe mir gesagt, was es geht. Ich bin rausgefahren und habe da mit meiner Familie gesprochen. Ja. Und das ist schon näher als Göteborg. Aber da war auch die Herausforderung da und die Möglichkeit, dann im Zentrum Deutschlands tätig zu werden. Mhm. Die Situation von unserer Warte her ergab sich, wir können es jetzt wagen. Das haben wir getan. Wunderbar. Zughaltestellen sind ein wichtiges Ereignis im Leben. Ja, wenn ich zurückdenke, viele Dinge, die man dann in Retrospektive sagt, Finger Gottes, passiert so mit Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Mit Berufen nach Genf war es ähnlich. Mhm. Um 6 Uhr früh auf dem Weg zum Flughafen sagt der Präsident, zu dem ich für was ganz anderes kam, ob ich vielleicht doch nach Genf kommen würde, um die englisch sprechende internationale Gemeinde zu übernehmen. Ich war gar nicht vorgesehen. Telefonat nach Leeds, wo meine Frau war. Und einen Tag später war die Sache perfekt. Und hier Sommer. Da Sommer. Ja, also man könnte wirklich stundenlang zuhören. Vielleicht ergibt sich was. Und kommen Sie wirklich, nehmen Sie die Einladung von Frau Knobloch an und kommen Sie im Sommer nach München, wenn wir ein bisschen geimpft sind und raus aus den Lockdowns vielleicht. Ich muss mir ehrlich bekennen, akustisch habe ich Frau Knobloch nicht gut verstanden. Ja, es war hallig wenn dort. Wenn Sie das aufgenommen haben, würde ich mich freuen, ja, wenn Sie mir dazukommen lassen. Ja, gerne. Sie hat sich einfach sehr bedankt. Sie hat ihren Respekt bekundet und Sie herzlich nach München eingeladen. Schön. Ja. Frau Höchstör, Ihnen einen herzlichen Dank. Es war mir für eine Freundlichkeit Freude. Und all den Kooperationspartnern, aber wie gesagt, Gespräch, besonders mein Gesprächspartner. Gleichfalls. Und glaube ich, man sagt, als der Krieg ausbrach 1914 in München, kam die Masse vor dem Palast des Königs und haben mich gejubelt, dann musste rauskommen, dann nochmal rauskommen, dann nochmal rauskommen. Am Ende hat der König gesagt, Leid geht's nach Haus, euer König will schlafen. Der Rabbiner auch. Damit beende ich das Meeting jetzt einfach und wünsche allen noch einen schönen Feierabend. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Ciao. Wiedersehen.